Leute, Klappmeister, Zwick und sein neues Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir Fortnite. Was auch sonst. Freunde, da ich heute von jedem allein gelassen worden bin, von André, von The Wife, von Jamil, von allen halt, Freunde, habe ich mir gedacht, muss ich heute ein eigenes Video drehen, denn wir machen heute, so wie es im Titel schon gelesen hat, wie schnell kann ich gebannt werden in Fortnite, und ich habe drei OP-Tricks für euch heute, die ihr nicht machen solltet, und Fortnite, falls ihr das seht, bannt diesen Account nur, nicht meine IP oder so ein Scheiß. Freunde, ich würde aber sagen, bevor wir natürlich ins Video reinstarten, falls euch meine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, Freunde. Und aktiviere die Glocke, dass du nichts mehr verpasst. Und ich würde mal sagen, Freunde, wir starten rein mit der ersten Runde mit einem frischen Account. Ihr seht schon, das ist Odo Chance. Ja, ich wollte ihn eigentlich Schwanz nennen, aber ich hab Fehler, Alter. Und so, Freunde, ich würde mal sagen, wir kommen zu dem ersten Trick, wo wir vielleicht gebannt werden können. Und zwar Mini-Me machen. Also wir werden ein kleiner Skin in Fortnite. Ich weiß nicht, ob man dafür gebannt werden kann, aber wir versuchen es jetzt einfach mal, ob der Trick überhaupt auch funktioniert und ob wir dafür auch gebannt werden können, dass wir uns klein machen. Wir wollen darüber sagen, wir sind schon in der ersten Map drinne. Und hier, ihr könnt es vielleicht schon lesen. Nee, kann man nicht, Freunde. Aber ich würde mal sagen, wir müssen hier jetzt an dieser Stelle, müssen wir uns Rupguns... Warte mal, wie geht denn das? Wo muss ich denn da hin? Und so, Freunde, wenn ihr auf dieser Map landet, müssen wir natürlich hier nach Resize Your Skin und da rein. Und dann, Freunde, ihr seht hier, wir haben sogar eine Prop Gun, Freunde. Und ich würde mal sagen, da jeder immer klein werden will, werden wir heute groß und werden versuchen, irgendwie gebannt zu werden, da wir dann als Riese, dann hier aus dem Exit rausgehen, spawnen hier und werden riesig. Seht ihr? Seht ihr's? Wir sind riesig. Wir sind einfach... ein Riese in Fortnite, Digga. What the fuck? Okay, Freunde. Und jetzt sind wir halt groß, ne? Wir sehen, wir sind ein richtiger Koloss. Und versuchen hier mal rauszugehen vielleicht, Freunde. Vielleicht funktioniert das. Ich glaube, wenn wir raus zurück ins Zentrum gehen, bleiben wir groß. Wir bleiben groß. Ich wusste es. Okay. Das heißt, wir machen jetzt mal... wir schauen mal, ob wir jetzt in ein Match reingehen können. In dieser Riesengröße, Freunde. Guck mal, wie riesig ich bin, Alter. Let's go. Und wir versuchen jetzt mal, in ein Matchmaking reinzugehen. Und versuchen mal zu... oder schauen mal, ob wir... hier gebannt werden können, Freunde. Mal sagen, hier, Unlimited FFA, Lama Drama, Surf and Turf. Das ist gerade abgecheckt. Ich glaube, als Riese kann man das einfach nicht machen. Ich weiß nicht, wieso. Aber wir können mal gucken. Nee, das geht nicht. Warum können wir hier keine Spiele spielen? Hä? Ich check's nicht. Vielleicht, weil wir zu groß sind? Kann das sein, Freunde? Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal auf die Map rein und machen uns ganz klein und schauen mal, ob dieses Matchmaking funktioniert. Jetzt wieder in Resize Your Skin. Gehen, als ob wir klein wären, und dann gehen wir in ein Matchmaking rein. Hallo, ich will hier eine Resize. Ein Prop genommen. Gehen hier auf Exit. Sterben. Steigen aus und sind klein. Let's go. Schaut mich an. Ich bin Mini-Odoman, Alter. Okay, Freunde. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Zurück zum Zentrum. Sind wahrscheinlich immer noch ganz klein. Ja, so sieht's aus. Und können in die Matchmakings. Ja, okay. Wir gehen mal zu einem lustigen Game-Mode. Wir gehen mal... nein. Mit anderen Spielern spielen. So. Wir machen Matchmaking, Freunde. Let's go. Matchmaking startet. Wir sind immer noch ganz, ganz, ganz klein. Und wenn ich da jetzt reinkomme, versuchen wir halt irgendwie gebannt zu werden, dass die mich reporten. Nein. Ich hoffe, der Ladescreen macht nicht alles kaputt. Weil wenn das nicht funktioniert, weil dann könnte mich auch nichts funktionieren. Nein. Ich muss zuschauen. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Spiel drin und ich guck mal. Nein, meine Größe ist normal geworden. Verdammt. Okay, Freunde, das heißt, hat leider nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Schade, 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 schade. Freunde, diese Taktik hat leider nicht funktioniert. Ich habe gedacht, wir bleiben klein und dann können die mich reporten oder sonst irgendwas. Hat aber leider nicht funktioniert, Freunde. Aber kommen wir zur zweiten Taktik, würde ich sagen, Freunde. Denn wir gehen jetzt in ein Solo-Match rein, in Fortnite. Und werden schauen, ob ich gemeldet werden kann, Freunde. Denn es gibt einen richtig geilen Unsichtbarkeitsglitch. Den machen wir jetzt, versuchen zu gewinnen. Und hoffen auch, dass wir gebannt werden. Oder beziehungsweise gestrikt werden oder so. Freunde, let's go! Und zwar müssen wir dafür in Risky Reels landen, denn wir brauchen Schneemänner, Freunde. Ganz wichtig. Und das Geile ist, ich spiele hier auf einem Level 1 Account. Ein Odo Chance Account. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Falls ihr im Streams dabei seid, dann kennt ihr den Account. Denn wir müssen echt nicht viel machen, außer dass wir ein Item brauchen, Freunde. Wie zum Beispiel ein Medikit oder sowas. Hier, ein Medikit. Das ist sogar perfekt, Freunde. Und brauchen auf jeden Fall einen Schneemann. Den nehmen wir kurz hops. Gut, easy. So, und dann zeige ich euch jetzt den Glitch. Ich hoffe, mich hat niemand gesehen. Oh, wir müssen hier raus. Ein Medikit hinlegen in den Schneemann. Dann gehen wir auf das Medikit und crouchen. Und, warte, Moment. Wir sind unsichtbar. Wir sind einfach unsichtbar. Und wenn jemand kommt, müssen wir den einfach slacken. Keiner sieht es, dass wir jetzt so sind.
Ich hoffe, irgendjemand kommt jetzt in meine Nähe. Freunde, das ist ein OP-Trick. Ihr seht's, ich bin unsichtbar. Guck mal, normalerweise stehe ich hier. So wird die Runde gewonnen, Digga. Ich sag euch ehrlich, die Runde wird gewonnen und wir werden gebannt. Ich hoffe es. Mir guckt sogar jemand zu. Guck mal, unsichtbar. Da hat mich jemand gesehen. Aber er checkt nicht, dass ich unsichtbar bin. Er soll zum Loot kommen. Okay, okay, er kommt. Easy. Easy. Easy Glitch, easy Bann. Meld mich. Ich zeig's dir hier. Und unsichtbar, Digga. Bitte melde mich, Digga. Melde mich, Digga. Okay, ist das ein Bot? Okay, er hat uns erwischt. Er hat uns erwischt. Aber gar kein Problem. Gar kein Problem. Das ist der Nächste. Holy. Okay, easy. Easy peasy lemon squeezy, würde ich mal sagen. Ich hoffe, melde mich, Digga. Bitte melde mich. Bitte, bitte. Ich will gebannt werden. Freunde, das ist das Ziel, Leute, für dieses Video. Aber es ist so gut. Es ist einfach so gut. 5 Kills, Digga. Okay, einen müssen wir abziehen, glaube ich, von vorne. Aber der andere hat mich gesehen, dass ich unsichtbar war, Freunde. Ich war safe unsichtbar. Wir müssen nur abwarten. Das Ding ist, Schild wäre nicht schlecht. Wir wollen ja die ganze Runde hier auch gewinnen. War denn der ganze Loot von vorher? Der war hier bei dem Auto. Hier sind Minis. Können wir uns grabben? Perfekt. Einfach nur perfekt. Ich habe geschossen, um jemanden anzulocken. Ich hoffe, er hat mich gehört. Er muss nur kommen. Ich bin in der Zone. Es ist perfekt. Oh, mein Herz gerade, Jungs. Und Mädels, er kommt. Er sieht nichts. Er sieht noch nichts. Er hat High Ground. Das ist gar kein Problem. Oder man hat besseres Aim. Er ist schlecht. Immer so denken. Er ist da oben. Er denkt, ich bin hier. Das ist gut. Er sieht mich nicht. Perfekt. Ja. Ich troll ihn. Nein. Schade, aber wir hätten ihn easy gekillt, Freunde. Ich habe ihm jetzt den Kill gelassen. Nein, aber sie haben alle gesehen, die ich gecheatet habe, Mann. Er hat 8 Kills. Er hat 8 Siege, Mann. Er ist übel bad. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt raus und gucken, ob wir gebannt werden. Ja. Gut, ne? Gebannt wurden wir jetzt dann doch nicht. Ich habe aber noch was, Freunde. Denn vielleicht weiß der ein oder andere, Freunde, dass es XP-Glitches gibt. Und dass die asozial und verboten sein sollten. Oder sind. Anscheinend wird man gebannt, wenn man solche Tricks anwendet. Das wollen wir jetzt testen, Freunde. Ob das wirklich stimmt. Ob man gebannt werden kann. Oder ob Fortnite nur irgendwie auf bestimmte Leute Auge drauf wirft. Das testen wir jetzt. Mit dieser Map. So, Freunde, ich würde mal sagen, jetzt kommen wir zu der nächsten Challenge, wo wir versucht werden, zu banngewerden zu sein. Und zwar bei einem XP-Glitch, Freunde. Das ist der Map-Code. Alles, was sie tut, ist auf eigener Gefahr. Und, Freunde, wir müssen jetzt warten, bis die Map hier startet. Dann sage ich euch genau, wie man das macht. Und alles ist auf eigene Gefahr, Freunde. Ich sage euch ehrlich, macht es am besten nicht, weil Fortnite hat da ein Auge drauf. Und das ist ja natürlich nur ein Kunstvideo, wo wir jetzt einfach nur schauen, ob ich gebannt werde oder nicht. Freunde, der erste Punkt, den wir hier machen, ist, wir gehen mit dem Grappler hier bei Really Easy ganz nach oben. Ja, wir gehen an der Seite ganz nach oben. So, ganz nach oben. Hier hoch. Und zwar sind wir hier und dann ist hier an der Ecke. Don't tell anyone about this. Wir drücken drauf, passiert nichts. Okay, wir kriegen hier schon mal keine XP. Aber, Freunde, auf dieser Map gibt es 2 Orte. Wenn der hier nicht funktioniert, der Knopf nicht funktioniert, müssen wir auf die andere Seite, Freunde. Und zwar genau gegenüber zu diesem Turm, Freunde. Denn wir können mit unserem Grappler hier hochgehen. Und ich hoffe, ich werde jetzt gebannt. Ich hoffe es einfach nur. Ich will gebannt werden. Nur für dieses Video. Dann ist hier... Nee, halt. Hier ist noch ein Dings. What are you doing here? Und dann drücken wir drauf. Und die Magie passiert. Es funktioniert. Es funktioniert, Freunde. Ich bekomme jetzt einfach die ganze Zeit EP. Ich muss nicht mal was machen. Ich kann einfach so stehen bleiben und wir bekommen EP. Und ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt einfach mal laufen und schauen halt dann, ob wir gebannt werden. Machen dann mal so 12 Level oder so. Ich glaube, ich bin Level 3. Und ja, das läuft halt jetzt die ganze Zeit hier, ne? Die EP. Also, man sieht hier auch. Geht immer weiter nach oben. Immer weiter. Aber wirklich AFK. Wir schauen halt mal, ob wir gebannt werden, ne?
Bis gleich. Ja, mittlerweile haben wir schon 2000 EP. Ich gehe einfach mal kacken, Freunde. Und ja, ich lass mal offen. Mittlerweile sind wir Level 4. Oder? Nee, machen wir Überraschungsmoment. Bis gleich. Ja, hi, ich bin wieder da vom Kacker machen. Und wir haben schon 7000 XP gesammelt. Ich würde mal sagen, wir laufen mal jetzt rüber zu der anderen Station. Und schauen mal, ob wir vielleicht... Warte mal, hier auch ein Secret? Nein. Okay, wir schauen mal, ob das jetzt wirklich funktioniert. Vielleicht müssen wir auch hier unten reingehen, Freunde. Hier aufeditieren. Macht das Sinn? Editieren einfach mal auf, Freunde. Machen hier mal hier. Zack, boom. Zack, boom. Ah, Edit Master des Lebens, Digga. Anime Speedlines, Jamil. Du weißt jetzt Anime-Musik. Mit Bass. Oh, haben wir geschafft. Nice, okay. Ich glaube, wenn wir es jetzt geschafft haben und wir gehen jetzt mal hoch. Ich glaube, das... So. Very fast. Drücken da einfach mal die ganze Zeit jetzt drauf. Vielleicht funktioniert der Knopf ja irgendwann. Oder hier. Nee, gibt's auch keinen Knopf. Vielleicht gibt's hier einen Knopf. Nee, hier gibt's auch keinen Knopf. Ja, bis jetzt bin ich noch nicht gebannt. Also, ich mache gerade meine EP, Freunde. Bin hier in der Map und werde jetzt immer noch nicht gebannt, ne? So, wir sind mittlerweile bei hier Level 4. Klar, das dauert jetzt noch ein Weilchen. Aber ihr seht, man kriegt die ganze Zeit EP. Ich mache hier Bang, Bang, Bang. Und Pow. Und ich krieg trotzdem EP. Und wir haben schon 10.000 EP gesammelt. Innerhalb von... Keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Oh, ja, Freunde, wir sammeln hier unser XP. Ganz AFK-typisch. Wir waren mal kacken, wir waren mal Handyspielen. Und es läuft einfach immer weiter. Und bis jetzt sind wir auch immer noch nicht gebannt. Wir haben schon 12.000 EP gemacht. Wir sind schon mal bei Level 5 von Level 3, Freunde. Also wenn wir wirklich, wenn du wirklich in der Schule bist und es einfach laufen lässt den ganzen Tag, Digga, bist du schneller Level 100, als wenn du normal spielst. Retalk. Lass einfach laufen. Einmal laufen lassen. Es sind Jahre vergangen. Es sind Tage vergangen. Lebt Odoman überhaupt noch? Ich bin schon Level 100. Alter. Wir haben das so lange gemacht, dass mir ein scheiß Bart gewachsen ist, Digga. Wir sind bei 17.000, was 20.000 EP ohne nichts machen. In gerade mal 5 Sekunden oder so. Okay, das war übertrieben. Aber ja, wir sind immer noch nicht gebannt. Ich weiß auch nicht, wie Fortnite das herauskriegen will. Aber Freunde, ich würde mal sagen, wir haben diese Sache anscheinend nicht geschafft, Freunde, dass wir gebannt werden. Das heißt hier leider. Eigentlich ist es gut, aber trotzdem, Freunde, Fortnite, falls du dieses Video siehst, bitte fix die ganzen Sachen mit dem Schneemann, weil das war schon asozial. Und wenn euch das Video... Ich meine... wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, kleinen Racker.